something coming. What the what? There must be thousands. We gotta go. Wieso auf einmal? Woher? Fuck. Omi, cut, cut. I am. It's going. Pull me up. Okay. Can he go? Oh yes. Oh yeah. What the hell do we gotta jump? What? No way! Achso, ich wollte eigentlich noch die Blowtorch in das Feuer werfen. Das wäre eine ganz gute Idee gewesen, denke ich. Guys! Come on! Jump! Jump. No! Jump, dammit! Still no! Fine! Okay, viel Spaß da oben. Get down. Oh Gott. Shit. Ich hätte die Blowtorch reinwerfen sollen. Fuck me dead. Passt doch. Don't you know she's what? Was? Was? Allergisch auf Zombies? Das sind wir alle. Oh ja. Scheiße, ich glaube, ich hätte die Blowtorch reinwerfen können vorher. We're fine, Clementine. We're fine. Ja, irgendwas ist mit Chris da dann anscheinend. Vielleicht haben wir doch ein bisschen Insight. Natürlich nehme ich Omi zuerst allerdings. Hallo? Krista scheint uns ein bisschen Probleme zu geben. Ich meine, sie ist halt vorsichtig. Aber Clementine ist uns auf jeden Fall wichtiger als Krista. Clementine, ihr wisst schon. Next stop, the Atlantic. Hoffen wir es mal. We're finding Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Looking for them then. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. It's gotten too bad, you know. You, me, nobody can take all this. But we have. What we're supposed to do isn't clear anymore. I'd give anything to go back to fighting over the motel. Me too. Shit. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. What? What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Das habe ich auch schon komplett vergessen. What the fuck? What the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents... Y'all might want to rethink your plan. Heißt aber auch, sie hat uns was verschwiegen. Fuck, next time on The Walking Dead. Shit got serious. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents. Savannah's more dangerous than I thought it would be.
I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street, now! Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? Yep. I will kill you! Episode 4, Around Every Corner. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Entscheidung angeht. Okay, das ist ziemlich 50-50. Sweet Merciful Death. Did you shoot the girl in the street? You. Ja, okay, das war ein Versehen. You and 40% of players shot her. Also entweder ist sie erschießen oder sie am Leben lassen. Okay, dachte ich eigentlich, das wäre. Jawohl. Man hätte auch, ja, entweder man macht gar nichts, man erschießt sie, oder man erschießt den Walker, glaube ich. Oder man kann den Walker gar nicht erschießen, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber okay, ziemlich, wir sind in der Minderheit auf jeden Fall, aber es ist ziemlich ausgeglichen sogar. Left behind, did you abandon Lily? You and 42% of players left her. Also kann man sie anscheinend noch mitnehmen. Selbst wenn Kenny das nicht möchte. Das wäre mal interessant gewesen, weil ich glaube, ich habe mich bisher immer dafür entschieden, Lily einfach zurückzulassen. Wundert mich aber, dass wir da in der Minderheit sind, ehrlich gesagt. Dass so viele Leute sie noch mitnehmen, wundert mich, ehrlich gesagt. Stand out. Man kann anscheinend dann Carly nicht retten, respektive Doug, anscheinend. Standoff. Did you fight Kenny? You and 55% of players fought him, was auch ziemlich ausgeglichen ist. Aber okay, da sind wir zumindest in der Mehrheit, wenn es auch nicht die weite Mehrheit ist. Ziemlich 50-50 hier auf jeden Fall. A heavy burden, did you shoot Doug? You and 20% of players did not shoot him. Okay, ich meine, Doug geht mir sowas an am Arsch vorbei. Das war einer der Charaktere, bei dem ich sagen muss, okay, das ist mir vollkommen egal. Ben wäre in dem Fall allerdings noch ein bisschen mehr. Ben hat's verdient. Wenn wir in der nächsten Episode, 6 Episoden übrigens hat The Walking Dead, wenn wir in der nächsten Episode die Chance haben, Doug zu töten. Duck und Duck, ne? Merkt man auf jeden Fall. Dann ja, der Kollege ist auf jeden Fall. Fuck him. Aber ja, 60% der Leute haben Duck erschossen. Das wundert mich, dass das so einseitig. 80%. Wundert mich, dass es so einseitig ist, da ehrlich gesagt. Und dass wir so weit in der Minderheit letzten Endes sind. Aber ja. Wir hätten auf jeden Fall Kenny damit. Vielleicht ein bisschen was abgenommen, aber ich weiß nicht, ob er das gewollt hätte, ehrlich gesagt. Also es ist, je nachdem, wie close man, glaube ich, zu Kenny ist, wenn wir uns größtenteils jetzt auf Lily und so weiter eingelassen hätten, dann hätte er uns das wahrscheinlich gar nicht erst machen lassen. Ich glaube, wir sind ziemlich gut mit ihm gestellt, dass er uns das hätte machen lassen am letzten Endes. Ich meine, ich hätte es gemacht, aber ist vielleicht doch besser, wenn er es selber macht. Ich weiß nicht, das war zumindest meine Logik dahinter. Aber sind die auf jeden Fall weit in der Minderheit. Und a helping hand, did you help Omid? You and 55% of players helped Omid. Wir hätten uns vielleicht ein bisschen besser stellen können mit Krista. Krista. Aber Omid ist mir auf jeden Fall weitaus lieber. Die Frage ist, ob er uns jetzt noch so sehr mag nach der Aktion allerdings. Aber okay, sind größtenteils, Moment. 1, 2, 3, 4, 5 Antworten insgesamt. Und wir sind zweimal in der Mehrheit und dreimal in der Minderheit letzten Endes. Okay. Und das war's dann auch schon für The Walking Dead. Long Road Ahead. Definitiv verdammt geiler Chapter. Okay, aber wir haben jetzt in diesem Chapter haben wir verloren Carly, Lily. Lily hätte man eventuell, vielleicht wäre Lily sogar noch dabei gewesen, keine Ahnung. Aber Carly, Lily, Duck und Katja. 4 Leute, ich glaube, das sind bisher die meisten. Und das war, Episode 4. Vielleicht ist das ein Muster. Ich weiß nicht, wie viel wir in den vorherigen Chaptern verloren haben, allerdings. Aber ich glaube, wir haben im ersten Chapter mehr als einen verloren. Chapter 2, ja gut, kommt drauf an, ob wir die St. Johnson Brother dann noch mit reinzählen. Aber rein von der Gruppe her haben wir, glaube ich, in Episode 2 weniger von der Gruppe verloren, nämlich gar keinen. Na gut, einen, den Typen mit der Brille, der dann komischerweise einfach da war.
Ah ja, nee, genau. Larry auch noch. Das heißt, es waren zwei. Genau, zwei Leute in Episode 2. Ah nee, es ist Episode 3 hier, oder? Oder bin ich gerade komplett bescheuert? Kann auch sein, dass ich gerade alles zusammenwürfel. Aber ja, dennoch, auf jeden Fall perfekter Chapter. Die einzigen, die jetzt noch übrig sind, sind eben logischerweise Lee Clementine. Werden wir auch sicherstellen, dass das auf jeden Fall weiterhin erhalten bleibt. Dann haben wir noch Kenny. Wir haben diesen, seinen Namen habe ich vergessen, den Homeless-Typen auf jeden Fall. Ben ist sowieso schon tot, das kann ich euch schon mal garantieren. Und dann haben wir noch Krista und Omid. Die Frage ist, ob die, anscheinend bleiben die noch ein bisschen bei uns. Sah ja zumindest im Chapter so danach aus. Bei Krista bin ich mir echt unsicher. Ich glaube, wir haben uns schon mit ihr verscherzt, größtenteils. Aber wir schauen auf jeden Fall, dass wir das einigermaßen noch hinkriegen. Es waren halt nicht die besten Optionen, die wir bisher, oder Dialogoptionen, die wir bisher hatten mit ihr, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, sie ist uns auf jeden Fall nicht so freudig gesinnt. Overall. Aber ja. Irgendwas wollte ich noch loswerden. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was es war. Achso, ja, genau, was ich noch sagen wollte. Genau, wir haben es ja auch gemerkt. So ein bisschen Probleme gab es mittlerweile auch schon zwischen Kenny und dem Homeless Dude auf jeden Fall. Und ich habe das unter einem Kommentar zu The Walking Dead Season 2, ich glaube zur finalen Episode oder so gesehen. Wäre natürlich nicht spannend, was es da für eine Entscheidung gibt. Aber es wurde zumindest argumentiert, dass Kenny definitiv ein Cancer für jede Gruppe ist, in die er kommt. Er hat sich mit Lily zerstritten, er hat sich mit Larry zerstritten. Mit Larry kann ich verstehen, mit Lily in dem Fall natürlich eher nicht. Aber er sucht immer Streit. Und jetzt eben auch mit dem neuen Homeless-Dude, der jetzt dazu kam. Eine Gruppe funktioniert einfach nicht mit Kenny. Das ist unmöglich. Und das wundert mich, wir haben uns generell größtenteils gut gestellt mit ihm. Aber man kann sich eben auch natürlich mit ihm verscherzen. Und er denkt halt einfach nicht in der Gruppe. Ich meine, momentan kann ich es verstehen, dass er Katja und eben Duck letzten Endes 2 Stunden vorher praktisch verloren hat, dass er ein bisschen aggressiv ist letzten Endes, aber trotzdem, ich glaube auch nicht, dass er wirklich gut ist für eine Gruppe letzten Endes, Candy. Das sieht einfach nicht gut aus. Aber okay, das war's mit The Walking Dead. Wir können mal nachschauen, dass ich hier nicht komplett bescheuert bin. Verdammt, aber es war Episode 3. Also hatten wir da auf jeden Fall, hatte ich da zumindest schon mal recht gehabt. Das war Episode 3, Long Road Ahead. Und in der nächsten Ausgabe haben wir Episode 4, Around Every Corner. Und wir können mal kurz schauen hier. Wir haben ja noch No Time Left. Und genau, dann ist Special Episode 400 Days. Das heißt, die vorletzte Episode kommt dann das nächste Mal. Oder in der nächsten Session, besser gesagt. Und ich weiß noch, da gibt es eine Szene, die ist wirklich extrem herzzerreißend. Die haben wir auch schon ein bisschen angeteased bekommen. Ich kann es ja schon mal sagen, wenn wir eben Clementine sagen, dass wir eben nicht nach ihren Eltern suchen können. Wird hart. Aber damit befassen wir uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Walking Dead Season 1. In dem Fall natürlich Episode 4 Around Every Corner. Ich hoffe, die heutige Session hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von The Walking Dead Season 1. Episode 4 Around Every Corner. Wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.